Hallo und herzlich willkommen hier in der OSB-Werkstatt. Mein Name ist Sascha und in diesem Video geht es um diesen Arbeitstisch. Ja, willkommen. Wir werden jetzt gemeinsam diesen Tisch hier bauen. Wie du ihn siehst, ist er schon jetzt fertig, aber wir fangen jetzt an, ihn zu bauen und ich zeige dir, wie das ganz einfach geht. Es ist eine ganz einfache, ganz simple Konstruktion und vor allen Dingen wirst du die Materialien dazu wahrscheinlich in deiner Werkstatt bereits aus Resten zusammenbauen können. Du musst wahrscheinlich gar nicht erst dabei gehen und Material kaufen. Einzig vielleicht die Arbeitsplatte, die habe ich mir im Baumarkt zuschneiden lassen, ist eine 20 Euro Arbeitsplatte, die sind 2,60 lang und ja, die hat man mir einfach in der Mitte geteilt und die habe ich hier miteinander verbunden. Mehr nicht, der Rest ist aus Restmaterialien hier in der Werkstatt und ich ahne mal, dass auch du die bei dir hast. Trotzdem super stabil der Tisch, da können wir ganz viel dran machen. Okay, dann lass uns einfach mal loslegen. Ich werde jetzt einfach mal so ein paar Teile zusammensägen und dann sehen wir uns gleich wieder. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das Ganze miteinander verbunden haben, was ich denn hier eigentlich gemacht habe. Ich habe ja gesagt, das ist ganz einfach, ganz simpel und alles mit Resten, die wahrscheinlich jeder in seiner Werkstatt hat. Ich habe hier 10 cm Streifen OSB geschnitten. Reste von 18 mm OSB, 10 cm. Diese habe ich dann einfach nur hier im Winkel aneinander geschraubt. Mehr nicht. Ganz stumpf, ganz einfach, nicht geleimt, gar nichts. Einfach nur aneinander geschraubt. Das viermal. Ja, und dann hier einfach das Ganze mit Latten verbunden. Die sind jeweils 1 Meter lang und somit habe ich entsprechend mein Konstrukt zusammengeschraubt. Einfach nur ein paar Schrauben rein, fertig. Jetzt kommt hier noch Zweckstabilisierung, nochmal Verstrebungen rein. Einfach aus dem Grunde heraus, die Arbeitsplatten haben die Tendenz, dann doch so ein bisschen durchzubiegen und dem entgegenzuwirken, will ich hier nochmal eine Verstrebung reinmachen. Eine kommt unten nochmal rein für die Platte, um die besser zu verschrauben. Und das war's. Dann haben wir eine Ablagefläche da unten. Ja, und wenn man jetzt noch eine Einteilung haben möchte, ja, dann ist es auch kein Problem, nochmal so ein paar Latten zu verschrauben. Und kann man noch ein Brett reinbauen. Fertig. Mir reicht's für den Anfang erstmal. Da kommt nur unten jetzt erstmal ein Brett rein. Oben die Arbeitsplatte drauf und dann habe ich erstmal einen Arbeitstisch. So, jetzt haben wir die Querverstrebungen drin. Da ist jetzt alles wirklich stabil und fest. Jetzt schneiden wir die Platte für unten zu, packen die unten rein. Arbeitsplatte oben drauf festgemacht. Ja, und dann ist der Tisch schon fertig. Bodenplatte ist jetzt auch drin. Wäre also einfach nur zurechtschneiden, einpassen, fertig. Das sind in meinem Fall jetzt hier 108 mal 50 gewesen. Zweimal reingelegt und dann halt mit ein paar Schrauben fixiert. Und dann passt das. Ja, und bevor der eine oder andere fragt, will ich euch noch mal kurz sagen, was ich denn hier für Latten verwendet habe. Das ist 5,5 mal 4. 5,5 mal 4 Konstruktionsholz, mehr ist das eigentlich nicht. Hier habe ich sie mit der langen Seite nach oben, mit einer guten Auflagefläche halt verschraubt und unten habe ich sie umgedreht mit der langen Seite zur Wand hin. Jetzt werde ich noch mal ein bisschen schleifen. Sind ja doch ein paar Kanten dran, die werden wir noch mal ein bisschen schön machen. Dafür nehme ich meine kleine Maus und dann kann im nächsten Schritt die Platte drauf und dann ist das Ding auch schon fertig. Jetzt sind wir soweit, abgeschliffen ist alles, Platte ist unten drin. Soweit alles klar, das Ding steht bombenfest. Jetzt kommt als nächstes die Platte drauf und bevor die Platte drauf kommt, werde ich mal die Löcher vorbohren, damit ich sie dann von unten verschrauben kann. Wie verbinden wir denn jetzt diese Arbeitsplatten miteinander? Das ist super einfach. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Es gibt für Arbeitsplatten solche Arbeitsplattenverbinder.
Diese Arbeitsplattenverbinder werden ganz einfach hier reingelegt, angezogen und schon sitzt die Platte stramm. Wenn man das Ganze jetzt richtig fest haben will, dann wäre es natürlich sinnvoll, hier vielleicht noch zwischendrin Lamellus einzupflegen und zu leimen. Ich persönlich mache das nicht, weil ich will das Ganze auch wieder abbauen. Das ist ja nur eine Zwischenlösung für mich. Aber wer hier das eine super stabile Verbindung haben will, ja, der nutzt hier auch noch Leim. Wie habe ich denn jetzt hier die Löcher gemacht? Das ist genauso einfach. 35er Forstnerbohrer. Reingebohrt. Und schon passt es. Und ja, im Grunde genommen ist das auch schon eigentlich alles. Danach habe ich hier nochmal die kleine Säge genommen. Zzt, bisschen den Rest weggesägt. Ach ja, und dann hier mit dem Stechbeitel den Rest weggemacht. Das war's. Und so machen wir die Platten zusammen. Ja, der Tisch ist fertig, es ist alles verschraubt, es sind von unten die Verbinder jetzt dran und ich habe von unten auch die Arbeitsplatte verschraubt, sodass sie jetzt fest verbunden ist. Alles soweit ausgerichtet, passt, Übergänge sind gut, also alles top. Damit können wir jetzt erstmal arbeiten, bis wir dann zu dem großen multifunktionalen Werktisch kommen. Wer sich hier ein bisschen Mühe gibt, hat hier, denke ich mal, einen richtig guten Werktisch, mit dem man auch ja, sehr, sehr gut arbeiten kann. Hat auch eine super Größe, wie ich finde. Wir sind jetzt bei, wo ist mein Mann? Da ist Mann. Hier, da, Zollstock können wir auch nehmen. Also, wir sind jetzt hier bei einer Größe von der Platte, was hat er geschnitten? 1,28 und in der Tiefe hat das Ding 60, ne? Das sind 60, genau, 60er Platten. 1,28 mal 60, zweimal. Das reicht fürs Erste, um hier in der OSB-Werkstatt voranzukommen. Also, bis die Tage, macht's es gut!